Ist gar kein TTT, sondern ein Bong aus. Herzlich willkommen jetzt auch auf meiner Folge drinne. Ruhe jetzt, Schnauze, Kalle. So, wir sind das direkt Crewmate. Die letzte Folge kam beim guten Flesk. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt hier bei mir die Folge Among Us. Was ist Among Us? Ist ein bisschen wie Werwolf. Jeder hat hier jeder dieser Crewmitglieder hat hier tatsächlich seine eigenen Aufgaben in diesem Spiel. Und oh, jetzt geht's auch schon los. Reaktor Meltdown. Da müssen wir direkt Alarm schlagen. Müssen wir hier mal direkt das Ganze fixen. Es gibt einen Imposter, der tatsächlich das Ganze hier sabotieren soll und alle Crewmitglieder außer sich selbst töten soll. Warum er das so will? I don't know. Aber es ist what it is. Ja? Also da auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, das Ganze zu fixen. So, jetzt weiß ich zum Beispiel, Flesk war mit dabei. Mit ihm habe ich das Ganze jetzt hier tatsächlich bewerkt. Oh, und da gibt es schon erst einen Dead Body. Da gucken wir mal, was da los ist. So. Alarm! Alarm! Wo gefunden? Alarm. Ich glaube, Max und Papo können ausgeschlossen werden. Ich war mit denen gerade in diesem Kalle, kann auch auf gar keinen Fall gewesen sein. Ja. Ja. Kann ich auch ausschließen. Wer hat den gefunden jetzt gerade? Ich habe den gefunden. Der mit dem Mikrofon. Würde ich jetzt mal direkt fragen, Sola, warum warst du nicht beim scheiß Alarm? Ich bin gerade in die Richtung. Lag der da in der Nähe? Ich hab's gesehen. Er ist in die Richtung, wo der Fall ist, aber er wusste nicht, dass es da nicht lang geht. Also ja, ich bin erst ganz links lang und dann mich umgedreht und bin Richtung Reaktor und dann lag er da. Also ich habe gerade mit Flash das Ding gerade wieder, den Reaktor wieder zum Laufen gebracht. Und ich habe Kalle von Anfang bis Ende jederzeit gesehen. Der war erst im MATLAB und danach oben bei dem Reaktor. Der kann es nie gewesen sein. Wenn ihr das beide sagt, Tamina war. Wenn ihr das beide voneinander sagt, dann seid ihr ja echt safe-proofed. Ja, also wir waren wirklich von Anfang bis Ende der Runde waren wir zusammen. Hat einer von euch das Medi-Ding gemacht? Kalle. Okay, das hast du gesehen. Was für ein Medi-Ding, wo ist das? Ich habe mich nämlich daneben hingestellt und habe einfach zugeguckt. Na, das was wir gerade gemacht haben, das mit der Alarm aufhört. Achso. Ja, da kam ich gerade mit Pabo rein und hinter mir war Maluna. Also ich habe gerade mit Fles zusammen die Hand draufgelegt. Wir beide sind ja. Und ich habe am Ende noch Tamina gesehen. Die war auch bei uns im Raum. Ich glaube, sehr schwer. Ah, wobei. Also ich weiß, könnte auch. Gar nicht warte mal. Aber kann Tamina dann aus dem Schacht gekommen sein oder ist die von unten raus? Nee, die kam mit Hen und mir. Ne? Ja, stimmt. Wir kamen zu dritt rein. Ich bin dann direkt umgedreht, als vorbei war. Und da kam mal Luna dann sehr verspätet. Ja. Warte, wo wart ihr? Ja, ich habe wie gesagt den Weg. In dieser Decontamination. Und ich war dann oben und hatte eine Aufgabe. Ich muss man muss eine Weile warten, wie die Tür wieder aufgeht. Ja, wir waren zu dritt. Nochmal ganz kurz, ne? Wir haben das aber nicht. Wir haben das bisher nie hingekriegt, Henno zu verdächtigen. Können wir das irgendwie auch mal abchecken, was Henno ganz gerne macht? Gerne. Ja, aber Max also Max hat halt den Reaktor entschärft, oder? Nee, ja, entschärft haben Flesk und ich. Achso. Lass uns trotzdem ein bisschen Zeit damit verwenden, jemanden zu verdächtigen, der mit drei Leuten zusammenkam. Ja, ich hab's ja nicht gesehen, deswegen, I don't know. Ja, deswegen, ich kann ihn confirm halt. Gut, dann, ich skippe. Also Sola, habe ich ein Auge drauf. Und Vlets und Kalle sind übrigens proofed, für alle, die es nicht verstanden haben. Ja. Gut. Mashallah. Normalerweise ist nämlich auch proofed, die habe ich ja gesehen. So. Aber ich bin jetzt wieder muted. So, also, es gibt, jetzt wurde Veto gelegt, also keiner wurde direkt verdächtigt und es war ja auch so, ich bin die ganze Zeit mit Flash rumgelaufen. Mein Problem ist, dass ich jetzt zu diesem Launchpad noch muss und da ist man alleine ganz schön am Arsch. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt jemand gesehen hat, ich warte nochmal ganz kurz. Hier gibt es auch diese Schächte, die kann der Imposter auch benutzen. Ihr seht auch tatsächlich gerade, ich bin ja ein Crewmitglied, also ich bin nicht der Geschädigte oder der die Leute töten muss. Und wir haben jetzt auch schon einige Folgen aufgenommen. In den letzten paar Stunden. Oh, da ist hier der Henno bei mir. Aber der hat sich gerade wieder verabschiedet. Okay. Gut. Der Henno hat den schwarzen Suit. Jeder hat hier natürlich auch seine Farbe. Okay, die Lichter gehen aus. Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich will diesen langen Task jetzt hier erstmal beenden. Ich kann hier nichts haben. Okay, er hat mich abgestochen. Er hat mich einfach abgestaucht. Es war tatsächlich Max. Okay, aber damit habe ich auch schon einen guten Verdacht bewiesen eben. Max hat, also, ne? Max hat mich direkt abgestochen. Wahrscheinlich wird meine Leiche ziemlich lange nicht gefunden werden. Ah, wobei, da kommt Papo. Der wird mich jetzt finden und würde jetzt den Alarm schlagen. Ziemlich sicher. Papo? Okay. Schauen wir mal. So. Ich würde direkt kurz einwerfen, dass Tamina proof ist. Ich habe gesehen, wie sie das Licht gefixt hat. Ja, Tamina und ich waren gerade... Das kann auch ein Imposter machen. Ja. Achtet drauf, was Max sagt. Okay. Na gut, dann habe ich...
Achtet drauf, was Max sagt. Hat irgendwer also. Max im Blick gehabt und hat irgendwer Sola im Blick gehabt? Max, ich würde sagen, ich halte Sola für sinnvoll, weil ich habe das Licht ja gefixt. Er hätte mich, hätte mich töten können, hat er nicht gemacht. Ich glaube, Masat fand ich ein bisschen verdächtig, weil ich Wir waren doch gerade zusammen. Ja, aber du bist mir die ganze Zeit so hinterhergelaufen. Als ich die Richtung gewechselt habe, bist du mir auch hinterhergelaufen. Und das fand ich ein bisschen zu. Ich habe eine Frage, wo aber war die Leiche? Leiche? Die war doch wo ganz anders, oder nicht? Wo war die? Oh, ich habe keine Ahnung, wo die Leiche war. Wer hat die gefunden? Wo war die? Ja, ich habe sie gefunden. Masat, wo war denn die Leiche? Weiß ich nicht, aber nicht da, wo wir waren auf jeden Fall. Die war actually da, wo du mit Fläschchen gelaufen bist. Ist das da, wo dieses Kontaminierungsding ist? Weil nee, da wollte ich gerade hoch. In unserem Startgebiet ist sie gewesen. Okay, dann weiß ich das okay, nicht. Okay, ich kam von dem Kontaminierungsding oben runter. Oh. Ich wollte gerade hoch. Und ich war auch da. Also sicher, Papo und Masat waren am Anfang die ganze Zeit zusammen. Ja, nee, ich bin bei euch mitgelaufen, mit Flask. Und dann seid ihr runtergelaufen, als ich kurz hochgelaufen bin zum Licht. Und dann habe ich gesehen, okay, Licht ist wieder an, bin ich umgedreht, bin ich runtergelaufen. Aber wenn man logisch wenn Flask und Tamina safe, nee, wenn Flask und Kalle, nee, Kalle ist ja jetzt so, Kalle die waren safe. Tamina ist auch safe. Max kam uns entgegen. Dann muss es Christo selbst sein. Okay, es ist Masat. Wieso, Masat? Achso, weil man alle anderen... Man kann ja self-reporten. Also ich weiß nicht, ob Masat also man kann so noch Strecke, wenn der in der Cafeteria war, weiß ich nicht, ob Masat so eine Strecke in so kurzer Zeit gefunden hätte, also geschafft hätte. Das nee, hätte ich auch nee, nicht. Der war am also, Anfang, am Spawn. Ich kann euch auch garantieren, Masat war ja recht weit weg. Ich kann euch garantieren, dass wenn es Christo oder Masat sind, dass es nur Christo sein kann, weil das Licht ausgegangen ist, während beide am Laufen waren. Und ich glaube nicht, dass Masat, die noch nicht im Poster war, unterm Laufen das Licht ausgemacht hat. Okay, dann muss es Sola oder Max sein für mich. Dann muss es Flask sein. Dann habe ich jetzt warum war ich es jetzt? Moment, warum bin ich es? Naja, weil du kamst aus der Richtung, wo die Leiche ist, beziehungsweise du kamst halt von da, wo die Abzweigung ist. Oh nein. Getötet mich. Aber, ich kam oben aus dem Labor raus, während die Leiche beim Spawn lag. Ja, das Ding ist halt, ich kam halt so, dass du auch von der Leiche... Oh, damn, okay. Ist toll. wie er so aufhört, nice. der arme Papo. Ja, ich kann jetzt meine Aufgabe noch weitermachen. Aber achtet mal jetzt auch in den nächsten Gesprächen genau drauf, was Max so sagt. Er hat jetzt eine Location erfunden, wo er herkam, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber er kann natürlich auch diese Schächte hier benutzen, ne? So, jetzt gibt's den Reactor-Meltdown. Ich müsste da aber eigentlich auch helfen können, oder? Ah, ich habe keine Hand. Ich kann's nicht machen. Kann da bitte jemand hingehen? Das wäre super. Perfekt. So, ich mache natürlich jetzt meinen Task hier unten weiter. Dieser Launchpad-Task, der braucht ewig. Aber wie ich schon sagte, achtet unbedingt drauf, was Max jetzt noch in den nächsten Gesprächen los wird. Weil wir haben natürlich jetzt schon einige Runden aufgenommen. Und wir haben natürlich jetzt so unsere Mechanics so ein bisschen schon geschaffen. Ich muss auch sagen, ich war erst einmal Imposter in irgendwie jetzt 10 oder 15 Spielen. Super unlucky. Vielleicht schaffe ich es in der Aufnahme hier. Das wäre auf jeden Fall sehenswert. Ansonsten können wir natürlich auch gleich mal gucken, wie der Max sich macht, wenn wir hier fertig sind. Dann werden wir natürlich den Max mal beobachten, wie er die Leute abschlachtet. Allerdings muss ich natürlich dem Team jetzt erstmal noch helfen, das Schiff fertig zu kriegen. Und Emergency Meeting von Flask. Oh, es sind 4 Leute tot. Ich muss uns kurz mal zusammenrufen. Ich habe nämlich ein ganz unangenehmes Gefühl gerade. Okay. Wir sind nur noch zu viert und es müssen nur 2 Leute sterben und wir sind die ganze Zeit so übel getrennt am Rumwuseln. Sprich, wenn es Max ist, dann musst du uns einfach nur nach der Reihe aufessen. Ja. So. Was muss ich? Du musst uns einfach nur töten, so nach der Reihe, weil wir alle so komplett getrennt rumlaufen. Sprich, 2 wir brauchen einen Plan, damit wir halt nicht einfach nach der Reihe wegsterben, weil muss nur einer sterben, die Aufgaben dann machen. Ist vorbei. Zusammen die Aufgaben ich wollte machen. Nur checken, ob wir alle 4 leben. Das darf ich ja, oder? Ja. Ach so. Ja. Zusammen die Aufgaben machen. Sprich, also nur für mich, damit ich das checken kann. Zusammen die Aufgaben machen. Es könnte natürlich jeder schlägt keiner vor. Ne? Bin ja gemutet. Ja, das Problem ist, wenn wir so... Wenn schon einer tot gewesen wäre jetzt gerade, dann hätte nur einer sterben müssen. Deswegen wollte ich jetzt gleich mal gucken, so, wie viele Leute leben noch. Herr, aber warum bin ich eben 5? Ja, wir haben doch aber Papo rausgekickt. Nee, Christus ohne. Genau, wir haben Christus gekickt. War das Sterz genug gestorben oder war der Vorstand? Nee, Sola wurde abgeschlachtet. Also das Ding ist halt, Vless ist für mich Proof. Eben aus besagter Sache mit Kalle und Vless am Anfang. Max ist für mich auch Proof. Eigentlich muss es Masat sein. Nein. Warum? Naja, sie ist doch eben so weird rumgelaufen. Dann hat Christus gesagt, ich glaube, es ist Masat. Und Christus war es nicht.
Wieso ist denn Max aber Proof? Und Vlesk, wir sind alle drei Proof. Aber wieso ist Max Proof? Bei mir ist es nur so ein... Warum bist du Proof, Tamina? Weil wir doch ganz am Anfang zusammen in dieser Decontamination mit Papo waren. Zu dritt, in diesem Raum. Jetzt kein Grund, dass man das ganze Game Proof ist. In der ersten Runde. Ja. Als ob es dann wirklich... Also es könnte halt jeder... Also ich habe meinen Verdacht, ist einfach nur von der Art und Weise, wie du es verkaufst gerade, ist Max. Aber ist halt nicht safe, so. Deswegen will ich dich auch nicht töten. Ich sag, ja, Max oder Masat, aber I don't know. Na klar, weil ich da safe bin. Ich will halt nichts ausschließen. Für mich ist halt Vlesk safe. Weil Kalle es bestätigt hat. Die haben sich ja gegenseitig bestätigt. Wenn ihr Inno seid, dann haltet euch einfach so ein bisschen an mich. Dann, aber guck, dass ich nicht alleine bin. Ich skippe jetzt, whatever. Ja. Schlau von Max jetzt, skippen auch. Hä? Wir haben geskippt. Hä, da war kein Wort von Vlesk gerade. Ja, doch, er hat einfach nichts gedrückt. Ach so. Okay, gut. Also, Max, Pokerface ab. Tamina hat gerade leider was gesagt, also es hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Masat, du bist noch on mute. Das hat leider keinen Sinn ergeben. Aber das wissen die anderen natürlich nicht. Ich weiß es natürlich nur, weil ich tot bin und die anderen, die tot sind, wissen es auch. So, wir haben jetzt alles erledigt. Jetzt suchen wir uns Henno. Und werden den mal unter die Lupe nehmen. Wo ist denn der? Alle jetzt unten in der Cafeteria. Das ist schon mal schlau, dass die Leute sich sammeln. Die Leute sollten sich sammeln und gemeinsam die Tasks bewältigen. Und jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich glaube, es ist Max. Okay. Also, weil Max hat ja den Call gemacht, dass wir ihm hinterhergehen sollen, wenn wir es nicht sind. Hä, hey, was? Du bist der Einzige, der weglaufen ist. Instant weg. Was hab ich? Die beiden haben sich jetzt gerade an mich gehalten, weil sie wissen, dass ich Inno bin. Und sind mir einfach hinterhergelaufen, weil wenn ich nicht alleine bin... Dann können wir doch gar nicht die Aufgaben zu Ende machen. Ja, ich mache ja meine Aufgaben. Ja, und was, wenn du fertig bist? Ich wollte eigentlich Vlesk darauf aufmerksam machen, dass wir uns groupen. Ich mach mal, ich muss noch zwei Wires. Wir können ja dann die Ich bin noch nicht fertig. Wann mache ich dann meine Aufgaben? Er verliert Lanz an den Boden oder den Füßen. Ich muss zwei Wires fertig machen und dann können wir deine Aufgaben machen. Okay. Schwierig. Ja, ich meine, können wir machen. Aber spätestens, wenn der ja irgendwas aktiviert, ist er eh wieder drin. Also das stimmt, ja. Kompliziert so. Bautet ihn raus. Gar nicht mehr so schwer für den Imposter, zwei Leute wegzumachen gerade. Also sind wir vorsichtig. Ich halte mich am Vlesk. Also wollte ich zweimal Calling unterbrochen. Also jetzt ja, ist sein war ja sinnvoll. Na gut. Ja, ihr solltet also einfach... Also ich wollte skippen, weil hat sich ja nichts geändert. Nee, votet Max! Do it! Aber ich mache jetzt meine Aufgaben fertig, weil, ne? Oh, wieder skippen. Die skippen alle. Ja, ich meine auch. Schwierig. Aber Max, man merkt schon, das TTT-Gehen kommt in ihm hervor. Das werden wir mal beobachten. Was ist eigentlich mit den anderen hier? Die sind wieder alle AFK. Wenn ich nicht abfrage, der muss hier oben irgendwo sein. Was wird hier geschrieben? Nichts. Nur die Messages an sich. Wo ist denn der Henno? Beobachten wir ihn mal. Also die Aufgaben sind fast fertig. Es muss noch einer seine Aufgaben machen. Und wenn sie schlau sind, wissen sie es. Weil Max ist der Einzige, der gesagt hat, er hat seine Aufgaben noch nicht fertig. Jetzt rennt er hier rum. Und eigentlich müssen sie es wissen. So, jetzt macht er nochmal den Meltdown. Und jetzt muss er da einen abstechen. Max muss da jetzt einen abstechen. Er hat es wahrscheinlich im Laufen gemacht. Rennt dann natürlich jetzt schnell hin. Und hofft jetzt, dass er entweder... Ja, er wird aber... Also er wird es nicht schaffen, ohne dass man es rauskriegt. Aber die Aufgaben wurden auch fast erledigt. Es muss halt jemand hin. Okay, sind alle zu dritt. Sehr gut. Er macht's nicht. Er ist so schlau. Er hat's nicht gemacht. Aber jetzt muss es doch klar sein, dass Max es ist. Er stand da nur rum und hat's nicht gemacht. Jetzt rennt einer bitte zu diesem Table. Jetzt rennt Masat, bitte. Masat wird abgestochen. Masat hat schon ihren Ding verwendet. Scheiße, Bruder. Es muss klar sein, dass Max ist. Es muss theoretisch klar sein. Warum muss es klar sein? Weil er an dem Ding stand und es nicht gemacht hat. Aber es ist nur noch eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Ja, und da hat er gerade zugestochen, aber Vlesk hat's geschafft. So, Marcel, jetzt erklär mal, wieso du nicht Imposter bist. Was? Was? Ich? Ja, ich hab gerade Daminas Leier gefunden. Hä? Was? Warum soll ich das jetzt Vlesk! Sagen? Was? Masat?
Du bist es selbst, kann das sein? Nee, das ist Max. Oh, lol! Ich Max rauskommen. Okay. Okay, ich dachte gerade, what the hell? Was hast du immer mit Essen, Alter? Ja, bei mir isst der immer den Kopf auf. Oder nicht? Ach so, nee, der erschießt, der messert. Alter, Fless, ich dachte gerade ganz kurz, was ist mit dir denn falsch, Alter? Holy shit! Ich auch, deswegen habe ich einfach gar nichts gesagt. Und war einfach nur so. Ich dachte so, nein. Ja, aber nachher glaubt sie dir und dann? Wäre lustig gewesen. Play again? Ich wollte nur mal so ein bisschen zu spitzen. Ja, ich bin generell komplett verwirrt. Aber ich muss sagen, wenn man alleine Imposter ist, gibt es, glaube ich, irgendwann den Punkt, wo man nichts mehr machen kann. Ja, eben, deswegen dachte ich, wären zwei vielleicht dieses, cool. Ja, deswegen glaube ich, ist es kacke, wenn wir dann uns irgendwann entscheiden, nur noch alle, also koordiniert was zu machen, weißt du? Ja. Ja, weil man ja, hat einfach keine Möglichkeit mehr, was zu machen. Bitte play again, dann schaffen wir noch eine Runde. Aber wer hatte denn seine Tasks noch offen? Nur Mazat hatte die letzte. Ja. Ich muss erstmal mich an die Tasks. Aber ihr hättet es eigentlich eben schon wissen müssen, als Max den Knopf nicht gedrückt hat beim Reaktor. Da hättet ihr ja schon wissen. Ja, ja, wusste ich auch schon so. Oder? Ja, da dachte ich, vielleicht, ne? Da war schon sehr schwierig. So, ich bin wieder Crewmate. Und wir versuchen schnell unsere Aufgaben zu machen. Ja, ist natürlich richtig, was eben gesagt wurde. Wenn einer nur der Imposter ist, also wir haben nur einen Imposter aktuell bei 8 Leuten. Könnt ihr auch gerne mal eure Erfahrungen da, wenn ihr welche habt, in die Kommentare schreiben. Bei 8 Leuten, wie viele Imposter ihr da benutzt. Ob ihr 2 oder einen nehmt, weil ich glaube, mehr als 2 wäre viel zu viel. Aber 2 ist so gerade noch so für uns. Ich meine, wir spielen es gerade in der Gruppe auch zum ersten Mal. Wir haben es ja bei der Gamevasion gezockt. Da war es ja auch. Oh, hier muss ich gar nicht hin. Da war es ja auch ziemlich lustig tatsächlich, aber da war sogar mein erstes Mal. Das war mein erstes Mal tatsächlich im Morgen Ass. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier herausfinden, wer der Imposter ist. Das Gute ist eigentlich an dieser Aufgabe oder Aufnahme, was mir zum Beispiel im Gegensatz zu TTT besser gefällt, ich habe irgendwie mehr Möglichkeiten, nur verbal zu lösen. Weil ich habe das Gefühl, so ich bin bei TTT halt kein guter Spieler, weil ich diese ganzen Trader-Weapons nicht kenne und hier musst du halt in-game-technisch nicht so skilled sein, dass das irgendwie Sinn ergibt. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen angenehm. Es stehen jetzt 3 Leute auf dem Haufen, okay. Habe ich meine Aufgaben jetzt fertig oder was muss ich noch? Ich muss hier noch irgendwas machen. Achso, ich muss einen Code eingeben. So, 29014. So, zack. Wurde übrigens noch keiner gefunden. Wir sind schon fast durch. Es wurde noch niemand Totes entdeckt. Sterzig. Alleine hier unten. Maluna steht bei mir. Aber ich bin jetzt fertig, ne? Wir sind hier fast fertig. Aber vielleicht ist es tatsächlich Maluna, weil sie noch nie Okay, Henno hat es gerade gefixt. Sie war noch nie Imposter. Das Ding ist einfach, wir sind gleich fertig, ne? Also, selbst wenn sich jetzt irgendwie, oder der Imposter, wer auch immer es ist, wir wissen es ja nicht, der muss sich richtig ranhalten. Ein halber Balken ist nichts. Und da wurde einer. Das okay, war ein wer auch immer Imposter ist. Jetzt auch schon wieder Sebastian. Herzlich wieder da. Darf ich bitte? Ich habe ihn ja gefunden. Aus der Richtung kam gerade nur Vlesk. Übrigens, wir haben fast gewonnen, ne? Ja. Wir haben fast schon gewonnen. Schon so. Wer Imposter ist, hat quasi gar keine Chance mehr, oder? Ja, du quasi, oder? Ich bin gar nicht hin. Schwierig. Ja, ich weiß nicht, was du mit der Richtung von mir willst, aber ich habe niemanden umgebracht. Also ich habe nur mitbekommen, noch nie aus der Richtung gekommen. Alle ballern gerade einfach nur ihre Aufgaben durch und der Imposter kommt richtig ins Schützen, glaube ich. Also. Ja, ich glaube, es wäre dumm, jetzt jemanden zu kicken. Ich würde einfach skippen. Ja, na gut, dann skippt. Dann skippt, sagt Christo. Einfach wegskippen. Sola, bist du in der AFK wieder, oder? Ich habe für Wes gewotet. Ich habe mal kurz nachgedacht. Gut. Also, ich habe weder eine Leiche gesehen, noch habe ich jemanden umgebracht, aber... Ja. Er ist noch nicht fertig. Ich bin durch. Ich bin auch fertig. Bei ihm fehlt noch einer. Ich habe noch eine. Gut. Also, Papo und Flesk. Ich bleibe mal bei Papo. So. Sabotage. Gut, dann machen wir das hier. Sabotage erledigt. Kann man das nochmal machen? 06721.
Okay, ich kann es nur einmal machen an dem Gerät. Gut, also eine Aufgabe. Aber es passt. Also eine Aufgabe fehlt noch. Wie auch immer das hier ist. Also Sola vielleicht? Was macht Sola hier hinten? Achso. Das ist quasi so ein Log. So ein Log, wer was wo wie macht. Wollte gerade irgendwas reporten, kann das sein? Log. Achso, das war nur das, was aufgeblinkt ist. Ja, also eine Aufgabe und dann ist die Runde durch. Ah, es ist doch Flask. LOL, aber es kann... Okay, wenn die das jetzt nicht rausfinden. Okay. Jo, ist Flask. Max, ich hab so Schiss gehabt, dass du mir die ganze Zeit hinterher ich mach nur Spaß. Um mich umzubringen. Ist halt safe Flask einfach. Ja. Wir kommen da beide rein, ja. Machen uns einen romantischen Abend, also wollen wir, ja. Und dann steht da einfach Flask neben einer Leiche. Also Kalle lag da schon. Ja, scheiße, Leute. Ja, scheiße, Leute. Tschüss, Lesk. Oh, Mann. Aber wer hat hier seine Tasten nicht fertig gemacht? Das ist irgendwie auch ein bisschen schade. Ja, und noch einen. Er dreht mir den Hals um, das war so perfekt. Er dreht mir den Hals um und ihr kommt um eine Ecke. Ja, aber das ist schon ganz schön. Ihr habt hier die Tasten so hart durchgeballert. Das ging richtig fix. Ja. Ja, Leute, das war Morgas auf meinem Kanal. Gestern gab es die Folge beim, wer war das noch? Flask. Genau. Mir. Und morgen gibt es die bei Sola. Also viel Spaß da und danke fürs Einschalten. Abonniert alle. Tschüss. Kussi. Abonniert Tamina.